Ja, huhu, hier wieder beim Koali und Beim beim. Lesrec Clark. Jetzt wolltest du das beim. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie gedanklich spreche ich das immer mit, damit ich das richtige Timing treffe. Diesmal habe ich es aus Versehen laut mitgesagt. Alles klar. Ja, Putin ist auch wieder mit am Start und wir sind immer noch in der Secret World. Wir müssen zum alten Begräbnishügel der Wabanaki und sind alle auch wieder neu angezogen. Ein schöner Rücken kann entzücken. Ja. Gut, dass ich hinter ihr laufe. Ja, ich ja sowieso permanent. Das ist ja der Grund, wo. Apropos freier Rücken, Frauen, das ist natürlich wieder ein Stichwort für mich. Eigentlich ist für mich Oh alles ein Gott, ja. Stichwort, aber egal. Ja, Ich habe das. nächste Woche zwei Dates am Dienstag. Zwei gleich. Hier Ja. liegen Tote irgendwie. Ich weiß ja Das nicht, ob eins passt von den zum beiden Thema. nicht klappt. Es passt zum Thema Date. Liegen Tote. Ja. Nee, Nein, wie gesagt. erzähl, ja. Ja. Wir wollen das natürlich auch alle wissen. Ja, ich habe Dienstag zwei Dates. Ich muss nur noch gucken, ob ich das auch zeitlich hinbekomme, weil die Das sind heißt, beide. zum Zeitpunkt, wenn die Folge hier online kommt, hattest du schon ein Date. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Ja, und die sind halt beide am Dienstag. Der Nachteil ist halt leider, die sind beide im gleichen Laden und ungefähr nur mit einer Stunde Unterschied. Also hätte ich zeitlich besser planen sollen. Und die wissen voneinander nichts. Tja, das ist taktisch ein bisschen schlecht getimt, würde ich sagen. Ja, ich vertraue einfach meinem Glück. Und eine von denen ist sogar richtig optisch auch ansprechend. Aha. Woran machst du das fest? Schlanke Figur, große Oberweite, knackiger Hintern. Ja, ich bin oberflächlich. Also insofern oberflächlich, dass ich solche, die ich als attraktiv empfinde, bevorzuge. Aber ich glaube auch, dass bei der die Chancen eher niedriger sind. Okay. Und ich glaube, dass bei beiden die Chancen eher niedriger sind. Mehr als ein Rotten Extent ist wahrscheinlich nicht drin. Aber man weiß ja nie. Ach, du bist irgendwie schon wieder am Kämpfen, ne? Ja. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und da wird wirklich mehr raus. Ja, wir gönnen es dir alle. Mögest du uns bei der nächsten Aufnahmesession davon erzählen? Oh, das werde ich bestimmt. Vielleicht sogar ein paar Einzelheiten. Ja, geh nicht zu sehr ins Detail. Du weißt, was einmal ins Internet geht, kommt da nie wieder raus. Ach. Ach. Da gibt es so viele andere Videos, wo ich schon Sachen gesagt habe, die weiter schlimmer sind. Ja, du hast ja Glück, dass ich nicht so eine große Zuschauerschaft habe. Oh nein, das war nicht bei deinen Videos. Das war bei jemandem, der hat, glaube ich, keine Ahnung, 1000 Abonnenten, 2000 Abonnenten oder so. Na dann. Ja, das ist aber auch schon ewig her. Projekt NDC oder so hießen die. Okay. Aber mit dir macht es mehr Spaß. Das freut mich zu hören. Du hättest einen nämlich nicht. Ja, wir müssen in der Folge so und so viel schaffen, bla 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 bla. So, nach der Richtung ging das immer. Ist das hier so ein Runenstein hier, wo wir später hin müssen? Kann ich eigentlich mal hier Marker hinzufügen? Runenstein. So, da musste man jetzt noch mal nachfragen. Kannst du Keltisch? Nein. Ich Oh, kann okay. viele tote Sprachen, aber Keltisch ist nicht dabei. Viele tote Sprachen. Ja. Okay, Latein weiß ich, dass du es ja ein bisschen kannst. Das hast du ja schon oft genug bewiesen. Hab ich? Ja, bei einem der ersten Folgen mit den Illuminaten. Okay. Dieser Rätsel da mit den Gullideckeln. Ah, ich hasse euch. Ach ja. Und das Problem ist, ihr kommt trotzdem immer wieder. Hab's vor the win. Ja, und das Schlimmste ist, es kommen später noch Gegner, die noch schlimmer sind. Noch lästiger als Akkab. Ja. I'm looking not forward to this. Komm mir bitte nicht mit Englisch. Mein Englisch ist echt dermaßen schlecht. Siehst du, dann tue ich ja noch was für deine Bildung.
meine Bildung ist schon so im Arsch, da kann man nichts mehr retten, glaube ich. Ich kann das Vieh nicht anklicken. Wie schlimm ist das? Ich muss das ganz alleine töten. Ja, versuch's mal mit Tabulator. Tabulator. Nein, es ist schon tot. Ah, tut mir leid, ich bin immer etwas ungeduldig. Aber ich kann auch gerade dich nicht heilen, das ist auch noch schlimm. F2. Da müsstest du mich eigentlich anvisiert haben. Ja. Es hilft aber nichts, wenn ich auf die Taste drücke und nichts passiert. Oh. Ach, kriegen wir schon hin. Du bist jetzt die mächtige Eukalypta. Mit den blutroten Handschuhen. Das sind keine roten Handschuhe. Gott, eben, wo du deine großen Strahlen aus den Händen gemacht hast, waren sie rot. War nur bei dir. Nein, nicht diesen kleinen Strahl aus den Fingern. Ich meine die aus diesen großen da. Ausbluten. Meine ich. Mhm. Irgendwie ist das ein bisschen laggy hier. Für den geneigten Zuseher. Wir unterhalten uns jetzt gerade nicht mehr über Skype, sondern über Google Hangout. Und ich glaube, es zehrt an der Performance hier bei mir. Ja? Bei mir läuft jetzt ausnahmsweise mal fließend. Also ohne. Das ist ein bisschen laggy. Hm. Aber dafür ist die Sprachqualität von mir besser. Das ist korrekt. Ach, wir kriegen es nie so hin, dass es vernünftiger ist. Wir könnten TS versuchen. Das könnten wir. Was machen wir bei der nächsten Folge? Ja. Warum stehst du da hinten? Ich drücke die ganze Zeit 1, weil ich das Ding zerstören will, aber... Ah. Okay, jetzt bin ich hier gegen gesteuert worden. Ja, siehst du das auch, Lex? Ja. Hast du jetzt eigentlich dir mal TS von den, vom Nerdpool-Dings geholt? Wolltest du, hattest du mal erwähnt. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie das funktionieren würde. Okay. Ich steige dann noch bei Teamspeak noch nicht so richtig durch. Ja. Ich brauche immer einen dabei, der mir das erklärt. Ja, ist ja auch kein Welt. Ich finde das unnötig kompliziert. Ah, ist gar nicht so. Wenn man den Dreh raus... Okay, jetzt Admin wahrscheinlich schon. Aber nur so als User ist es eigentlich recht einfach. Ja, okay, ich benutze TS ja schon ewig. Ja, siehst du? So, hier ist eine Brücke. Da müssen wir wahrscheinlich rüber. Und vorher heile ich mich am besten nochmal. So, dann erstgeborener Akkab, stirb. Ja. Aber ich finde, hier gibt es ganz schön viele erstgeborene Akkabs. Das bedeutet, es muss auch ziemlich viele Nester geben. Ja. Das ist so korrekt. Apropos Nester. Mein Nachbar hat letztens ein Hornissennest bei sich entdeckt. Aha. Direkt, wenn er rausguckt, direkt über sein Fenster. Und, fand das schlimm? Mö hat Panikanfall gekriegt. Warum? Haben wir Hornissen? Mö hat eine Phobie. Achso, naja gut. Und sein Vermieter wollte, dass er das bezahlt, dass das entfernt wird. Okay. Weil das ja nicht die Aufgabe des Vermieters halt ist. Wissen. Müssen wir jetzt hier in diese komische Höhle hier rein, oder was? Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen, um dahin zu reisen. Okay. Mit dem, wir sollen so ein Ding einfangen. Ein Ding einfangen? Ja. Die sind aber ganz schön fix unterwegs hier. Ja. Ich habe zumindest mal eins anvisiert. Ah, komm her. Hab ich dich. Komm her. Jetzt fliegt es wieder schnell. Ah, da ist es ja.
Albtraum erscheinen. Ja, wir sollen ja. Ja, das mit dem Lag ist nicht gerade angenehm hier zu spielen. Wir sollen ja den Traumfänger benutzen, um den die Gestalt zu zwingen. Achso. Ja, haben wir nicht gemacht. Hast du es gemacht? Ja. Du hast ihn zum Stillstand gebracht und ich habe ihn getötet. Eigentlich Traumfänger benutzt, aber. Da ist noch einer, oder? Nee. Okay. Heilung. Bitte. So. Weitere Albträume fangen. Soll ich wieder einen zum Stillstand bringen hier, oder was? Ja, warte. Ach. Ja, mach mal. Bitte. Witzigerweise habe ich das mit Marley genauso gemacht. Also mit den gleichen Zauber. Gleichen Skill. Ja. Nur dass ich die immer getötet habe, bevor ich den Traumfänger eingesetzt habe. Und ich mich gewundert habe, warum das nicht weitergeht. Okay, eins. Okay, jetzt müssen wir noch einen. Und. Ja. Bitteschön. Oh, ich sehe ihn nicht. Ah, da! Ich kann ihn nicht anklicken. Na. Hat dann wohl nicht funktioniert. Da. Nein. Da ist er. Hattest du eigentlich schon mal Albträume? Klar, wenn du dich nicht erinnerst. Er hatte noch nie Albträume. Na, da ist auch wieder was dran. Ja, ich wollte einfach nur mein Thema aufgreifen und das kam gerade irgendwie. Das ist aber ziemlich ätzend, diese Quest, muss ich mal sagen. Ja. Hattest du auch schon mal einen Traum, wo dir bewusst war, dass es ein Traum ist? Da, hinten dir, hinter dir. Ah, da. Hinter dir. Ja, hab ich. Quali. Ja, nochmal. Hattest du schon mal einen Traum, wo konzentriert die, gerade, um so ein Ding zu fangen. Hattest du schon mal einen Traum, wo dir bewusst war, dass es sich um einen Traum handelt? Oh ja, das hab ich auch schon. Was hast du denn da gemacht? Versucht aufzuwachen. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich meine, in einem Traum, wo du weißt, dass es ein Traum ist, bist du praktisch Gott. Hast du es nicht versucht zu genießen? Wenn man es dann beeinflussen könnte. Kann man eigentlich. Ich konnte es nicht. Ich bin da zu blöd für. Hat es denn eine Weile gedauert, bis du es geschafft hast, aufzuwachen, oder? Das weiß ich nicht, das ist schon eine Weile her. Na, irgendwo noch ein Vieh? Hallo? Da. Ah. Was haben wir denn da? Hoffentlich das vorletzte Albtraumwesen, weil das ziemlich ätzend ist hier gerade, finde ich. Ach, das müssen wir später nochmal mit 15 machen. Och, nö. Aber das ist woanders und da ist der, die Fläche größer und da bewegen sie sich noch schneller und mehr. Das ist ja fies. Das war ein Scherz. So, dann ist der letzte. Na, bitteschön, bitte gleich. Okay, warum nicht von Anfang an so präzise? Vor allem. Weil man muss sich ja auch erst einschließen, nicht? Okay.
Hast du in letzter Zeit mal wieder Plants vs. Zombies gespielt? Nee, hab ich nicht. Also zumindest nicht auf dem Computer. Auf der PlayStation schon. Aber irgendwie das Spiel stirbt echt langsam aus. Also jetzt, wo der zweite Teil angekündigt ist. Okay. Und wie findest du es angenehmer? Per Computer oder per PlayStation? Ja, das nimmt sich nicht viel. Wobei ich jetzt gemerkt habe, dass man auf dem Computer spiele ich das Ding ja auch mit dem Gamepad. Ach so, okay, dann, ja. Und naja, also. Also, ja. Wie soll man das sagen? Also, es ist. Ich habe es vorher, wenn ich das nur auf dem Computer gespielt habe, nicht gemerkt. Aber jetzt, wenn man das auf der PlayStation spielt, noch, merkt man schon, dass da einige Sachen funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben. So. Zum Beispiel? Ja, dass man mit der Drohne von den. Vom Ingenieur oder vom Kaktus halt besser umgehen kann. Auf einmal. Man trifft allgemein besser. Ach so, okay. Kann natürlich jetzt auch nur subjektiv sein und ich bin einfach nur gut, aber... Du meintest, du deinen Skill, deinen überragenden Skill noch überragender gemacht hast. Ja, genau. So, einmal hier. Oh, du bist wahrscheinlich auf die andere Seite, ne? Ich bin jetzt hier wieder ganz noobig. Was machst du denn da unten? Tja, ich wollte ein paar... ich wollte es spannend machen. Ach so. Okay. So, außen rumlaufen. Da oben ist Wissen an den da dran. Hier hoch. Tatsache. Das ist die ernsthaft deine Sorge, oder wie du an Wissen kommst. Nee, eigentlich ist dieser komische Infizierte, der hinter mir ist, meine Sorge. Hinter dir war. Jetzt. Hallo? Ich bin jetzt dein Gegner. Lass die Eukalypte in Ruhe. Das ist meine. Die muss ich erstmal heilen jetzt. So, und dann muss sie den Lestrack heilen. Was hat dieses komische Vieh geredet gerade? Hast du es abgehört? Ja, es hat rumgejammert. Ja, zu Recht. Ich glaube, es hat irgendwie was davon gesagt, dass es ganz viele Kinder hat und die sich kümmern muss, dass das hier nur ein Job ist, sowas. Ah, ja. Okay. Na, endet für mich eh nichts. Das funktioniert gerade mal wieder nichts. Sehr schön. Bei mir machst du. Bei mir nicht. Einhaltsmand mit weniger Heilungswert. Weniger Gesundheit. Sogar 500 also, weniger. Wie kommt man jetzt hier da oben hin? Wahrscheinlich muss man außen rum und dann oben vom Berg raus dahin, ne? Jop, kann sein. Oder wir lassen Putin hochfliegen und das holen. Ich versuche da jetzt mal hochzulaufen. Das war mir klar. Daran habe ich nicht eine Sekunde gezweifelt. Ich nehme natürlich hier alles mit, was hier unterwegs ist. Keine Angst, ich nehme es dir mal ab. Sehr gut. Oder ich versuche es wenigstens. Okay. Ist das hier auch ein Gegner? Ja, ist es wohl. So, wo war das denn jetzt hier? Wo war das nochmal genau? Weiter hinten? Das fragst du mich? Ja, das frage ich mich. Ah, ich hab's gefunden. Yeah, Wissen benutzen. Blue Ridge Mine. Sehr gut. So, kommt man jetzt hier wieder hoch irgendwie? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, versuchen wir mal hier ungesehen an der Seite vorbei zu sprinten. Akaps! Aber noch laufe ich an ihm vorbei. Wo auch immer der Lestrack ist, der hat mich, glaube ich, aus den Augen verloren.
Ja, so grob. Ich war damit beschäftigt, nicht zu sterben. Sorry, ich weiß, egoistisch von mir. Natürlich. Total egoistisch. So. Joch, ich porte mich einfach. Ach, das ist wieder bei dem alten Typi. Ja, da wo wir es auch abgeholt haben. Ah. Der Typ, der darauf steht, wenn ihn fragt, wenn man. Der redet gerade mit mir. Wie bitte? Der redet gerade mit mir. Keine Seifenopern, keine Sitcoms, nicht mal so eine verdammte Werbung für Haarwuchsmittel. So sollte doch ein alter. Stell dir mal vor, dass es so eine magische Katastrophe in echt gibt. Filmsequenz. Sie haben einige unserer Geister zur Ruhe gebettet. Haben Sie Ihre Träume dabei? Ihre Träume sind erwärmt, gepeinigt. Unsere Vorfahren werden mit Lügen getäuscht und dürfen nicht ruhen. Sie werden irregeleitet, in unsere Welt geführt, um für den Feind zu kämpfen, gegen den sie sich verschworen hatten, und sie wissen es nicht. Die Schlange, die unter dem Berg liegt und träumt und dort schläft. Sie erwacht. Es ist viel, viel schlimmer als befürchtet. Wir müssen zu ihnen. Ins Jenseits. Der Schmutz hat ihr Land infiziert. Und obwohl wir die Vorfahren befreien können, die in unsere Welt gekommen sind, wird es nicht enden, bevor nicht der Schmutz von ihnen genommen wird. Es gibt ein gefährliches Ritual, das die Lebenden in die Welt der Toten führt. Es erfordert Vorbereitung und Mut. Und die Rückkehr der Reisenden ist keinesfalls garantiert. Aber nur so kann der Zyklus durchbrochen werden, bevor es zu spät ist. Nun, worauf warten Sie? Schließlich wird hier keiner von uns jünger. So. Der Quietschestuhl hat gesprochen. Ja, ich höre die Störgeräusche jetzt bei dem Filmsequenz aber immer noch. Auch mit dem Hangout-Dingens. Dann habe ich keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Tut mir leid. Tja. Ich würde sagen, es ist aber jetzt dann wieder eine gute Sache, um hier diese Folge zu cutten. Und dann probieren wir es nochmal mit TeamSpeak in der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Und euer Lesrick Dark. Und Putin. Und Putin. Ja. Tschüss.